Die Armutsquote in Deutschland war noch nie so hoch wie zurzeit. 13,8 Millionen Deutsche leben unter der Armutsgrenze. Das Leben ist teuer geworden, ja, definitiv zu teuer. Und man guckt nach Möglichkeiten, wo man was zum Essen bekommen kann, ja. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland aktuell rund 200 Milliardäre, ebenfalls so viele wie nie zuvor. Die Luxusbranche boomt, trotz Krisenzeiten. Die Kunden in der Goethestraße sind, das ist schon noch mal eine ganz andere Kundenklientel, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf den Euro achten müssen. Max will genau das wissen. Verliert unsere Gesellschaft den Zusammenhalt? Reißt die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf? Und wen betrifft die Armut am stärksten? Wenn man sich bei den Rentnern und Rentnerinnen umschaut, ist die Altersarmut leider weiblich. Es sind hauptsächlich die Frauen. Und drinnen machen wir den Ausweis, Tafelausweis, und können wir sofort gehen. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Tafel Offenbach begrüßt eine neue Kundin. Es ist eine Frau mittleren Alters, die uns ihren Namen aus Scham nicht nennen will. Die Tafel ist für viele die Rettung. Wenn man zu Hause nichts zum Essen hat, ja, wenn der Kühlschrank leer ist, dann muss man sich leider Tafel wenden. Ja, weil die Rente zu niedrig ist und ich gehe schon sehr, sehr lang bei die Tafel. Die Rentnerin ist typisch für das Klientel der Tafeln. Vor allem viele Frauen, die halt gearbeitet haben in ihrem Leben, wenig Geld dabei verdient haben oder sich halt um die Familie gekümmert haben und jetzt im Alter da sind, häufig alleinstehend und dann ja nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben bestreiten sollen ohne die Hilfe von der Tafel. Im aktuellen Armutsbericht vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sind die Zahlen hoch. Mit 16,6% mussten 2021 13,8 Millionen Menschen zu den Einkommensarmen gerechnet werden. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,4% und damit neuer Rekord. In Hessen liegt die Quote sogar weit über dem Bundesdurchschnitt bei 18,3% und das in einem vergleichsweise reichen Bundesland. Leider ist es so, dass wir im Ländervergleich sehr rapide abgesunken sind. Wir lagen 2015 noch auf einem guten dritten Platz hinter Bayern und Baden-Württemberg, den beiden reichsten Bundesländern, sind dann abgefallen auf Platz 7 und sind aktuell auf Platz 11 im Ländervergleich. Rund 1 Million Menschen in Hessen gelten als arm. Müssen die jetzt alle für ihr täglich Brot zur Tafel? Nein, sagt Jasmin Alinagi, denn dem Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes liegt der Begriff der relativen Armut zugrunde. Es gibt das sogenannte Mittel, das heißt, die ganz Reichen und die ganz Armen werden in der Betrachtung außen vor gelassen. Und wer weniger als 60% des Einkommensmittels hat, wer als weniger als 60% verfügt, der gilt als arm. Superreiches Frankfurt. Hier leben die meisten Millionäre in Hessen. Die Goethestraße zählt zu den exklusivsten Einkaufsstraßen in Deutschland. Trotz Energie- und Inflationskrise, den hohen Mieten und den spürbaren Einschränkungen durch den Ukraine-Krieg bildet sich eine lange Schlange von Kaufwilligen, die sich bei einer französischen Luxusmarke etwas gönnen wollen. Okay, was wollen Sie sich denn kaufen und was soll es kosten? Also es soll schon eine etwas größere Tasche werden und die Tasche liegt schon so bei 1.600 Euro. Okay, und können Sie sich das gut leisten? Ja, also ich hab gespart. Ja, geht schon. Hat die Goethestraße in Frankfurt durch die Krisen also keinen einzigen Kunden verloren? Jein, sagt Bernd Sauer, Leiter eines Luxusgeschäfts. Ja, ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr Bedacht dabei, was den Konsumverhalten grundsätzlich angeht. Jetzt muss man natürlich sagen, die Kunden in der Goethestraße sind, das ist schon nochmal eine ganz andere Kundenklientel, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf den Euro achten müssen. Aber viele, gerade im Mittelstand, sind da schon, überlegen sich das schon zweimal, was sie ausgeben und wie viel. Also für Senioren haben wir schon 300 Nikoläuse. Für die Kinder, wenn alles gut geht, habe ich da Geld, das ich für die Kinder auch noch holen kann. Zurück bei der Tafel in Offenbach. Christine Spahr, die Leiterin der Tafel, bespricht die Hilfsprojekte für die Weihnachtszeit. Die gestiegenen Lebensmittelpreise sorgen für Engpässe bei der Tafel. Spenden bleiben aus und die Supermärkte knausern. Die Bedürftigen bekommen weniger als früher, was Christine Spahr entsetzt. Und das hier, das ist heftig. Das nimmst du dann mit. Du schaltest nicht ab. Du versuchst es ab, du kannst es aber nicht. Wenn du dann wieder sagen musst, ich habe kein Obst da, ich habe kein Gemüse da. Und das ist ja das, was so teuer ist. Wir haben 40% mehr. 40% mehr an Kundschaft. Aber
halbiert von den Lebensmitteln. Für die Mitarbeiter der Tafel steht fest, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Wir haben das ja schon während der Corona-Pandemie gemerkt, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Also dass diejenigen, die viel haben, auf jeden Fall besser durch die Krise kommen, von den Krisen profitieren. Und diejenigen, die vorher schon wenig hatten, jetzt noch weniger haben. Christine Spahr glaubt aber, dass diese Entwicklung wieder rückgängig gemacht werden kann. Man kann es schaffen, aber es geht nur miteinander. Und auch die Goethestraße in Frankfurt hat noch einen Tipp für uns parat, wie wir die immer größere Trennung zwischen Arm und Reich endlich überwinden können. Über den Displays für Halskettchen und Ringen im Wert von mehreren tausend Euro steht Choose Happiness, wähle das Glück. Tja, wenn's doch so einfach wäre. Warum kann es Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga, die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.